Hallo, hier ist der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch das neue Programm FreeStudio DVD VideoSoft, den Free Video to Xbox Converter. Und zwar findet ihr den hier in der Kategorie Mobiltelefone und Free Video to Xbox. Die Xbox kann natürlich nicht jedes Videoformat konvertieren bzw. abspielen, deswegen müssen wir es vorher umwandeln, damit die Xbox damit auch umgehen kann. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach bei unserem Beispiel ein MP4-Video und konvertieren es in dieses Format, was für die Xbox am besten ist. So, jetzt fragt er uns hier ganz kurz, ob wir noch ein Update machen wollen. Sagen wir nein. Wir fügen jetzt die Datei einfach hinzu und sagen, wir wollen jetzt dieses eine Video konvertieren. Wir können es auch wieder löschen, wenn es uns nicht gefällt. Wir können den Ausgabenamen ändern, das ist zum Beispiel ein Datum noch mit hinten ranpacken. Aber das lassen wir jetzt einfach alles. Die Tags sind dann wichtig, wenn ihr auf der Xbox zum Beispiel 100 Videos habt und ihr wollt jetzt nur Videos von SupportNet sehen, dann solltet ihr hier SupportNet eingeben und dann könnt ihr auch noch diesen Interpreten suchen. Habt ihr hier mehrere Videos, könnt ihr die Reihenfolge über diese Pfeiltasten ändern. Das heißt, es wird ja nur jedes Video nacheinander konvertiert und nicht jedes gleichzeitig. Daher, wenn ihr eins früher fertig haben wollt als die anderen, müsst ihr es ganz an die Spitze setzen. Den Ordner, in den es abgespeichert wird, könnt ihr hier angeben, zum Beispiel FreeStudio. Und dann sagen wir OK. Die Qualität ist natürlich bei uns immer die höchste. Und jetzt können wir uns aussuchen, wie wir das abspeichern wollen. Wir können jetzt entweder als Full HD Video oder als HD Ready mit 720p Auflösung abspeichern. Wir nehmen die beste Auflösung und sagen Konvertieren. Jetzt können wir uns ganz genau sicher sein, dass das Video hundertprozentig von der Xbox abgespielt werden kann, sofern dort keine Fehler vorliegen. Vorher können wir natürlich noch die Sprache ändern oder auf Updates prüfen oder einfach das Erscheinungsbild von dem Programm ändern. Aber das sei auch jedem selbst überlassen. Gut, dann jetzt konvertieren und das war's schon. Viel Spaß beim Ausprobieren.